Sandy, 29. Guten Morgen. Hallo? Hallo, Sandy. Ja, hallo, Jürgen. Ja. Ich finde es nett, dass ich bei euch durchgekommen bin. Ja, ich finde es auch nett, dass du da bist jetzt. Hallo, also mein Thema ist eigentlich nicht unbedingt, wie sage ich es meinem Partner, sondern so ein großes Geheimnis, wo dein Thema doch dahinter steckt. Mhm. Und zwar kenne ich seit dem 7. Lebensjahr einen älteren Mann, der war damals so um die 70. Mhm. Hat seine Frau und seine Tochter tödlich verloren halt, die sind gestorben. Moment, seit deinem 7. Lebensjahr kennst du den? Ja. Und der lebt immer noch? Ja, der ist jetzt, der wird dieses Jahr 90. Ich wollte gerade sagen, der muss ja wirklich schon sehr alt sein, wenn ich jetzt schnell durch. Genau. Ja. Genau. Und da habe ich damals immer Geld wechseln müssen und dann hat er mir mal 50 Pfennig geschenkt und ich war dann immer glücklich. Mhm. Und ein Jahr später hat er dann irgendwie mal gefragt, ob ich auch malen könnte. Da ging es dann um nackte Bilder, wie eine nackte Frau einen nackten Mann malen. Mhm. Ja, und als Kind denkt man sich nicht viel dabei, macht das dann auch. Und ich sag mal, wo ich so 10 Jahre war, hat er dann auch gefragt, ob ich ihn mal küssen würde. Habe ich ihn dann auch geküsst. Mhm. Da hatte ich noch 2 Freundinnen dabei. Die eine davon war sehr abgedreht, sag ich mal. Die hat das auf jeden Fall alles Dreck gemacht. Mhm. Aber die 2 Freundinnen sind dann außen vor. Also die sind dann nicht mehr dabei. Und bei mir ist er dann immer hängen geblieben, weil ich war die sauberste von allen. Was? Du warst die sauberste? Ja, so die reinste. Ja, halt, ja. Halt offen, ehrlich und halt natürlich war nicht mit anderen Männern oder so im Laufe der Jahre halt. Ja. Hat er dann unterschieden bei uns, als wir so 16 wurden. Ach, so lange ging der Kontakt dann. Ja, also der hat uns dann auch noch, wo wir 16 waren, immer zu sich eingeladen. Wir konnten bei ihm rauchen. Aber ja, es gab in der Zeit oder auch als du noch Kind warst, keinen direkten sexuellen Übergriff. Nee, das nicht. Er wollte halt nur diese Bilder gemalt haben, halt gucken, ob man damit Kontakt hat. Nackten Mann, nackte Frau malen, zu wissen, was passiert zwischen den nackten Menschen. Wer war denn dann der nackte Mann? Er? Nö, das kann halt einfach irgendein gemalter Mann sein. Ach so. Halt einfach dieses Pornografische halt, wie in Heften. Musstet ihr euch denn auch nackt ausziehen vor dem Mann? Nö, also erstmal gar nicht. Der hat dann, wo wir so 15, 16 waren, also da kamen dann erstmal meine Eltern hatten, weil ich hatte schon ein sehr gutes Elternhaus, so meine Eltern waren halt so wachsam und die haben da schon gemerkt, da stimmt was nicht, weil ich hatte manchmal echt viel Geld mit nach Hause gebracht. Das hat er halt dir gegeben. Mir viel leisten. Mhm. Ja, was er mir gegeben hat, so für verschiedene Sachen oder was wir uns auch manchmal bei ihm geklaut hatten. Also so mal ganz, ich und meine eine Freundin waren halt so, wir haben auch ihn ausgetrickst. Die eine hat ihn im Arm genommen und auf den Schoß gesetzt und hat ihn geküsst und die andere ist ins Schlafzimmer und hat das Geld geklaut. Ne? Und dann sind wir dann echt mit 200 D-Mark in die Stadt und haben uns erstmal eingekleidet. Wie lange ging das denn so? Ja, das geht dann bei mir noch bis heute. Also von den ganzen 3 Weibern bin ich bis heute noch die Letzte, die übergeblieben ist. Wie, du gehst heute zu diesem uralten Mann und was machst du bei dem? Ja, was mache ich bei dem? Also erstmal unterhalten wir uns, wir erzählen uns auch gegenseitig unsere Probleme. Er selber hat eine Freundin, die ist fast so in seinem Alter, die ist schwer krank und ist halt eigentlich so ein italienischer Drachen. Und die nistet ihn schon ganz schön ein, also sie lebt in seiner Wohnung, er darf kaum telefonieren oder irgendwas anderes tun. Okay, aber ich will wissen, was da zwischen euch beiden läuft. Ja, also da läuft jetzt was Sexuelles. Also da läuft das läuft schon seit ich so 16 bin. Nochmal, der Mann ist jetzt über 90. Der wird 90 dieses Jahr, ja. Und da läuft was Sexuelles zwischen euch beiden? Ja. Was läuft da sexuell? Ja, das heißt dann halt, der ruft mich an und fragt, ob er Zeit hat. Er schämt sich schon für den Anruf, weil ich bin jetzt seit über 5 Jahren in einer festen Partnerschaft. Ich habe mit meinem Partner ein Kind. Ja. Der Opa Franz, das ist halt einer, der hat den Krieg mitbekommen, der will eigentlich auch, dass man sich so verlobt, dass man heiratet. Mhm. Das will der schon, deshalb schämt er sich auch, dass was rauskommt. So, jetzt nennen wir ihn Opa Franz oder wie auch immer. Mhm. Der ruft an. Ja. Dann geht unser Handy dahin. Und was passiert dann? Ja, dann zum besagten Zeitpunkt, dann holt er mich von zu Hause auch ab. Mein Freund denkt dann, dass ich einkaufen fahre. Dein Mann? Ja. Mhm. Ja, und dann ist das ungefähr immer so ein Zeitraum von 1 Stunde. Wir fahren dann direkt zu ihm und dann ist es meistens 5 bis 10 Minuten unterhalten. Und kurz im Auto höre ich mir schon seine Probleme an. Ja. Meine überbrückt er dann irgendwie so. Ja, ich merke schon, du brauchst lange, ehe du zu dem Punkt der Sexualität kommst, weil dir das wahrscheinlich peinlich ist. Ja, dann fahren wir nach Hause. Ja. Dann sage ich halt meistens schon, ja, was ist, sollen wir jetzt anfangen? Dann ziehe ich mich aus, er zieht sich im Badezimmer aus, er kämmt sich untenrum mit Vaseline ein. Mhm. Ich leg mich in das Bett,
Verstorbenen Tochter, da ist ein Zimmer, das ist immer noch seit Jahren da. Moment, ich muss euch nur immer fragen. Der Mann ist 90 Jahre alt. Ja. Der zieht sich aus und cremt sich untenrum mit Vaseline ein. Mit Vaseline ein, weil er aber ganz genau weiß, dass ich nicht vorstimuliert bin. Ja. Dass er dann sonst nicht so gut in mich eindringen kann. Ach so. Das heißt, der alte Herr kriegt auch eine gute, normale Erektion noch hin? Also, ich könnte jetzt nicht sagen, dass der größer wird unbedingt, aber er drückt ihn dann doch schon. Also es reicht für einen Koitus, reicht es? Ja. Was schläfst du mit dem Mann? Ja, ich liege eigentlich nur auf dem Rücken, die Beine breit, und er dringt dann so oder drückt. So, ja, okay, wir müssen, die Einzelheiten müssen wir jetzt nicht. Ich bin nur jetzt wirklich ein bisschen schockiert und auch entsetzt, und wahrscheinlich viele Leute auch, die jetzt zuhören. Genau. Was machst du denn da, Mensch? Was soll also, das? Du bist seit fünf Jahren in der Beziehung, in der Ehe. Aber ich finde das eigentlich, habe ich das bis jetzt noch nie schlimm empfunden, weil... Du kriegst dafür Kohle. Ja, das auch. Wie viel? So bis 200 Euro. Jedes Mal? Ja, aber es gibt auch Momente so, da der Mann unterstützt mich finanziell so familiär halt, auch wenn ich mal umgezogen bin, damals, wo ich alleine war. Also fließt immer wieder ein bisschen Kohle oder ein bisschen viel Kohle sogar. Ja, da hat er mir auch mit 1000 Euro oder sowas ausgeholfen, ohne dass wir jetzt irgendwas hatten. Da hat er gesagt, hier hast du Geld und richte dich ein. Mhm. Der ist dann auch schon, das geht halt nicht nur auf das Sexuelle, sondern der hilft mir auch schon so, weil er mich mag. So, der hat seine Frau und seine Tochter verloren und hat dann auch schon mehr ein bisschen Herz dahinter. Mag ja sein, so kann man sich das auch schönreden. Und vor allen Dingen ist es ja auch schönreden. Ich kann auch zu ihm gehen, an die Tür klingeln und dann kommt er runter und drückt mir 50 Euro in die Hand. Also das hat dann nichts mehr mit Sex zu tun. Ja gut, aber letztendlich steckt das ja dahinter und letztendlich... Irgendwann mal. Ja, weil er jetzt halt sehr eingeschränkt ist durch seine Freundin. Also weißt du, ich würde das ja noch einmal im Monat vor. Ich würde das ja jetzt auch noch fast abbuchen wollen unter bizarr skurriler Beziehungen, die Menschen so miteinander haben. Ja, genau. Ja, aber nee, nicht genau. Das Schlimme finde ich daran, dass du eben nicht, du bist ja nicht frei. Ja, aber meinen Freund kennengelernt habe. Wie? In dem Sinne war ich ja dann auch nicht frei, wo ich meinen Freund kennengelernt habe. Weil du ihn hattest oder was? Ja, weil du sagst ja, ich bin nicht frei. Nein, du bist doch verheiratet, ne? Oder bist du seit 5 Jahren mit... Nee, ich bin in einer festen Beziehung. Seit 5 Jahren? Ja. Ja. So, wie meinst du, du warst nicht frei, als du deinen Freund kennengelernt hast? Ja, weil du meintest ja gerade, ich bin ja nicht frei. Nee, du bist doch nicht frei, du hast eine feste Beziehung. Ja, aber ich hatte ja schon vorher den Kontakt zu meinem Opa. Ja. Und irgendwo hat das nicht nur was Sexuelles zu tun, das ist einfach eine Verpflichtung. Er hat mir anderweitig... Gesehen von dem Sex, hat er mir sehr viel geholfen, als ich bei meinen Eltern ausgeflogen bin. Und das mag ja auch alles sein, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Und genauso ist das anderweitig, als er seine Familie verloren hat, die sind tödlich, dann habe ich immer zur Seite gestanden, der war zusammengebrochen in der Wohnung, ich war für ihn da und irgendwo sind wir gegenseitig verpflichtet. Ja, das mag ja auch alles sein. Das mag ja auch alles sein. Der Tod uns scheidet. Ja, toll, klar. Aber du prostituierst dich? Ja. Du legst dich hin und machst die Beine breit. Du hast es selbst so ausgedrückt gerade. Ja. Du hast eine feste Beziehung seit 5 Jahren und der würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn der das erfahren würde. Ja, zwischendurch habe ich das auch schon mal angesprochen. Ich habe gesagt... Der denkt, das ist so eine alte Freundschaft, oder wie? Oder kennt der den überhaupt? Den einkaufen, der kennt den auch. Der Opa fand das auch hier bei uns zu Hause manchmal. Der trinkt mit uns Kaffee, der kennt meine Kinder. Der sieht meine Kinder als Enkelkinder an. Und ich habe zu meinem Partner zwischendurch auch mal gesagt, so, ja, der Opa Franz holt mich nicht nur fürs Einkaufen ab, sondern auch für andere Sachen. Oh. Ja, aber ich denke, mein Partner hat das Gefühl so, dass ich einfach nur so wirres Zeug rede. So wie jemand, der halt was trinkt und dann halt wirres Zeug redet. Der nimmt das nicht ernst, also der lässt das auch gar nicht an sich ran, der... sagt einfach, das ist nicht so und egal, wie oft die mir das sagt... Ich muss dir sagen, dass ich mich so ein bisschen schüttel bei der Geschichte. Ja, also irgendwie ist es mir unangenehm, mir das alles vorzustellen. Nicht falsch verstehen, nicht weil es ein alter Mann ist. Darum geht es überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht. Es geht mir nur und einzig darum, dass du da eine Prostitution letztendlich am Laufen hast. Ja. Mit allen gefühlsmäßigen Verstrickungen, die glaube ich dir auch. Aber es fing ja schon ganz seltsam an, dass dieser Mann euch ja geködert hat, als ihr Kinder wart und da schon so eine pädophile, latente Ader letztendlich zum Ausdruck kam. Und letztendlich es jetzt weitergeführt wird und
Ne? Und du kennst die Geschichte jetzt, aber jede Geschichte hat auch einen Hintergrund. Und solange man die Hintergründe, das ist ja dann immer ganz viel, die Hintergründe bewirken immer eine große Geschichte. Mhm. Wenn man die Hintergründe nicht kennt, dann kann man auch nicht sagen, okay, ich könnte es zum Teilprozent verstehen. Ja. Weil du kennst einfach nur die Geschichte, die jetzt eben so locker erzählt wird. Schon. Natürlich, ich gebe dir recht, dass man auch Hintergründe kennen muss, aber man kann auch die Vordergründe erstmal beurteilen. Der Vordergrund ist, dass du eine feste Beziehung hast und dass du seit 5 Jahren in dieser Art und Weise deinen Mann betrügst, deinen Freund betrügst. Ja, eigentlich schon. Ne? Das muss man, kann man ja ganz klar so sagen. Jetzt heißt ja diese Sendung, wie sage ich es meinem Partner, aber du willst es ihm gar nicht sagen. Es soll so weiter. Schon, also ich habe es ihm ja schon zwischendurch mal gesagt, so, also ich habe es einfach im Gespräch den Satz mal rausgelassen, aber er blockt total ab, also er will davon gar nicht hören. Wäre das denn für dich so eine Erleichterung, wenn du ihm das ganz klar sagen würdest und du da kein Geheimnis draus machen müsstest? Nur eigentlich müsste es nicht sein und er würde auch nie denken, dass es so wäre, nie. Er würde nie von mir denken, dass ich das tun würde. Mhm. Das würde er nicht. Wahrscheinlich denkt das kein Mensch von dir, was du da... Ja, weil ich auch nie so bin. Also ich bin sehr treu, ich liebe meinen Freund. Mhm. Die einzige Kontakt oder Beziehung, die ich habe, ist halt zu diesem Opa Franz, zu diesem alten Mann. Mhm. Das ist die einzige Beziehung. Ja. Der dich auch schön immer wieder finanziert hat. Ne? Das muss man, als Geld spielt eine große Rolle. Leistung, ja auch, aber Gegengabe. Ich sag mal, vor so ungefähr, sagen wir mal, 5 Jahren, da hat sich das schon auf so 1.200, sagen wir mal jetzt D-Mark, Euro. Ja, das war dann schon ein Gehalt, was andere irgendwo in der Firma verdienen. Da habe ich von dem so viel bekommen. Ja, das macht es ja alles so schlimm. Extremer. Ja. Da könnte ich dann auch eher noch verstehen, dass man sagt, man rennt hinterm Geld her und heutzutage ist es halt vielleicht noch, dass wir uns einmal treffen im Monat. Weil egal, 200 Euro für einmal hinlegen ist natürlich auch was. Ja, klar. Ich finde das schauderig, das Ganze, muss ich dir sagen. Finde ich auch schön, dass du das schauderig findest. Ja, in der Tat, wenn du das mit deinem Freund... Ich mal was dich erschüttert. Ja, naja. Ja, es gibt schon andere Sachen, die mich auch erschüttern, aber das finde ich schon, also mir schreiben sich schon die Nackenhaare. Ja. Aber was soll, das ist jetzt deine Entscheidung, dass du es so machst und dass du es so weiterlaufen lässt. Wenn es deinem Freund sagen würdest, fände ich gut. Aber du scheinst ja da so deine eigene Moral dir gebaut zu haben, was die Sache anbelangt. Ja, deine eigene Moral. Ich habe mir noch nicht viele Meinungen angehört. Es ist schön auf jeden Fall, sich deine Meinung anzuhören. Ja. Ich rede mit keinem darüber, außer dass halt die 2 Freundinnen von damals es wissen und sonst niemand. Ich würde ja wirklich sehr gerne mit dir noch weiter darüber reden. Ich gucke nur gerade auf die Uhr hier bei uns. Wir reden schon ganz lange miteinander. Genau. Das müssen wir jetzt leider abbrechen. Okay. Du hast meine Meinung ja gehört und kannst das für dich auch einordnen. Was du daraus machst, ist natürlich nur deine Sache und dein Bier. Okay, danke. Meine Liebe, Sandy, auf Wiederhören. Einen schönen Abend, tschüss. Ja, tschüss. Mann, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht.